Ja, grüß euch, Freunde. Ich möchte euch gerne einmal wieder was Neues vorstellen. Gesehen habt ihr es wahrscheinlich schon, das ist das neue Tipi von Van Digris. Werdet ihr wahrscheinlich schon bei meiner Übernachtung gesehen haben. Ich blende euch das Video da ein. Da habe ich es kurz vorher bekommen, war nicht die Chance, dass ich das vorher aufbauen vorstelle, daher mache ich das jetzt. Ich sage gleich dazu, das Tipi war wieder gratis, aber wie gesagt, ich habe keine Vorgaben, ich muss nichts Positives sagen. Der, was mich kennt, der weiß, bei mir kommt genau das raus, was wiegt, das hat. Ja, und da mir das eigentlich bei der Übernachtung auch recht gut gefallen hat, genauso gut wie das Shelter, da bin ich am Überlegen, was mir besser gefällt, aber ja, ich habe ja beide quasi. Ne? Aber gut, nichtsdestotrotz, es geht diesmal um das Shelter, um das Tipi und was da dabei ist, blende ich euch kurz einmal in einen Büll ein, dass man das sieht. Dann, des Weiteren soll das für zwei, drei Personen sein. Da blende ich euch jetzt auch noch ein Büll ein, was davon da innen drin ist. Ja, da sollten zwei bis drei Mann reinpassen, das glaube ich ganz sicher nicht. Ja, vielleicht in China von diesen halben Hemden, aber nicht so gestandene Leute, wie quasi ich bin. Also ich habe Platz genug drin gehabt, da hätte locker noch mal ein Rucksack reinpasst. Zu zweit mit meiner Größe, noch einen daneben. Vielleicht eine Dame, aber bei den Herren, na danke. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es da. Das werden wir jetzt einmal aufbauen. Und dann zeige ich euch das ein bisschen. Die Schniedeln sind schon dran von meiner letzten Übernachtung noch. Und ja, ich habe wieder auch, diesmal habe ich einen Trekkingstecken dabei. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man es oben anhängt. Es ist ein Schlaufen mit eingenäht. Aber ja, wie gesagt, da braucht man wahrscheinlich einen Ast, dass man es direkt in die Hände ziehen kann. Oder ein Dreibein drüber. Aber dann ist eigentlich schon wieder viel Arbeit. Wer es antun will, kein Problem. Gut, ich lege das jetzt einmal auf und dann stellen wir das einmal gemeinsam da auf. Es waren da 11 Stück von diesen Heringen dabei. Die braucht man alle, sage ich einmal, wenn man es mit der Sturmverspannung spannt. Auch wenn man nicht die Sturmverspannung spannt, braucht man trotzdem die Öfe. Aber das zeige ich euch noch genau, wo die überall sitzen. Ja, vom Eingang her. Den Eingang kann man vorne komplett öffnen oder nur die Hälfte. Und sagen wir jetzt, wir bauen jetzt den Eingang da her. Dann nehmen wir mal die Innenseiten und spannen sie mal quasi wie das Viereck auf. Im Endeffekt ist es ja ein Sechseck. Wie gesagt, als erstes spannt man diese vier gegenüberliegenden Seiten. Ich habe mir diesmal von daheim einen Hammer mitgenommen. Der Boden da ist nicht so das Optimale. So, und zwar nehmen wir diese Ösen, die am Boden unten sind. Nicht da, wo das Gitter ist, sondern die da unten. So. Ich hoffe, die gehen da alle im Boden rein. Lassen wir uns überraschen, weil der oben ist barhart. Schön spannen. Ja, wenn wir treffen das. So, und das machen wir da drüben mit den zwei gegenüberliegenden genauso. Und somit steht einmal das Grundgerüst. Und dann können wir gleich den hinteren genauso spannen. Der ist da noch dabei. Das ist quasi jetzt einmal das fünfte Eck. Das spannen wir gleich nieder. So, und dann steht das Ganze einmal. Und jetzt brauchen wir dann schön Trekkingstecken. 1,35 auszogen und das ist eigentlich
meiner Meinung nach optimal. Man kann den natürlich spannen, wie man will. Aber ihr seht, das steht jetzt schon von allein. Dadurch, dass die vier Seiten gespannt sind und hin da, steht der Stecken schon wunderbar da herinnen. Zeige ich dann drinnen sowieso alles näher. Machen wir dann einmal zu. So, und jetzt gehen wir her und spannen da herunten noch mal. Ich zeige euch gleich einmal das Entlüftungsgitter, dass man das von heraus noch sieht. So, also das sind die Hauptspannpunkte. Da ist dieser Überding mit angenaht. Und jetzt spannt man eigentlich diese da heraus noch mal an. Da kommt jetzt noch einmal zusätzlicher Hering. Bis jetzt haben wir ja 5 verbaut. Jetzt kommen noch einmal 1, 2, 3, 4, 5 und einer vorne sind dann 11. Und somit sind die 11 Heringe dann wirklich alle verbraucht. Und ich werde jetzt einmal anspannen und das zeige ich gleich. Diese Schnur, was man da hat, die hat ja so einen schönen Spannding drauf, zeige ich gleich nachher. Lasst es wirklich lang und weiter weg. Warum? Zeige ich euch nachher dann, das hat einen besonderen Grund. Für mich zumindest. Man kann es natürlich auch daneben ausspannen, aber desto steiler das ist, also flacher quasi, desto mehr Luft kommt da rein. So, an und für sich ist das. Dann machen wir da jetzt noch zu ordentlich. So, und jetzt können wir, wenn wir da relativ weit weg sind, jetzt super alles spannen. Zeige euch gleich näher. Das sind diese Spanner, einfach anziehen und das klemmt sich selber. Und das Zelt schaut auch gleich viel gespannter aus. Machen wir auf alle Seiten. So, und das Tipp ist eigentlich schon schön gespannt. Und jetzt kann man ein bisschen an Platz gewinnen, indem man die Sturmverspannung noch mitnimmt. Die hat genauso so Schnellverschlüsse. Das ist auch der Grund, warum ich da weiter weggegangen bin, weil dann da jetzt ein bisschen schöner spannen kann. Und das machen wir eben so auf alle 4, 5 Seiten. 6, vorne ist ja eine. So, den vorderen lasse ich jetzt noch offen. Den kann man jetzt natürlich genauso mitspannen. Aber den lasse ich jetzt offen, dass man vorne aufmachen kann. So, jetzt kann man wieder schön aufmachen, wurscht was für Seiten oder beide gleichzeitig. Man kann es bis zur Hälfte machen. Zusammenrollen hat da ein Laschel zum Aufhängen. Wunderbar. Und seht ihr, das ist da in der Höhe. Zeige euch aber gleich näher. Ich mache es jetzt komplett auf, dass man schöner mit der Kamera zu besicht. Natürlich von zwei Seiten. Wenn man es komplett offen lassen will, kann man es zusammenrollen und da einhängen. Und ja, so, jetzt zeige ich euch einmal ein bisschen den Innenraum näher. Wir haben da am Boden eigentlich verdoppelt, dass man da schön was ausstützen kann. Es ist alles getappt und da hinten sieht man jetzt zum Beispiel, dass überall zu ist. Schauen wir sich gleich noch näher an. Da ist jetzt mit Klettverschluss, kann man da aufmachen, gibt es zweimal pro Seite, kann man dann runterklappen so und dann hat man eigentlich eine wunderschöne Belüftung und das kann man einmal, zweimal, dreimal und viermal machen. Da oben, zeige ich euch von außen auch noch, da sehe ich auch Gitter, wie auf der herüberen Seite, das zeige ich euch aber von außen jetzt noch einmal. Da kann man schon sehen, da ist die Belüftung oder Entlüftung und das kann gar nicht zufallen, da ist so ein Hartplastikstreifen drin und das hält da eigentlich schön offen. Ja, gehen wir noch mal eine Runde herum. Ah, ist noch ein bisschen dreckig vom letzten Mal. Von der Donau habe ich es noch nicht genau geputzt, aber das macht ja auch nichts, oder?
Und da herum das Ganze jetzt noch einmal. Natürlich auch schön mit einem Mesh drinnen, dass da die Luft zirkulieren kann. Wir haben auch da oben alles schön doppelt gemacht. Die schlafen sechs da noch einmal. Und ja, das Gewebe ist glaube ich 20T. Ich schreibe das aber noch einmal unten in die Kommentare, aber auf der Beschreibung findet ihr es sowieso. Es sind alle Nähte sind gedebt, zeige euch gleich von innen noch einmal. Ich hoffe, man kann das sehen. Es ist wirklich alles schön gedebt. Und auch der Boden, alles super gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir auch extrem gut. So, und jetzt lege ich mir meine, dass ihr seht, wie viel Platz da herin ist in etwa. Normal passt natürlich da auch schon die Isomatten her. Ich messe das einmal kurz aus, wie breit es da ist. Gut, da hier vorne wird es ein bisschen eng. Da haben wir eigentlich 60 cm bis zur Vorderseite. Das ist allerdings knapp. Ich muss auch sagen, ich bin dahinter gelegen. Ich habe meine Isomatten da gehabt. Ja, ich hätte es alles weggenommen darunter, dann war es einfacher. Wieder liegen noch etliche Dings darunter. Und die Liegeflächen hier ist 2,10 Meter. Einer hat mich auch gefragt, wie hoch das da ist. Also von der Kanten bis daher, wo das Dach schräg anfängt, sind es 16 cm. Ist genau dasselbe wie da hier vorne auch. Und ja, ich sage einmal, da kann man wirklich gemütlich herin liegen. Was man natürlich machen kann, was bei dem Tipi auch kein Problem ist, ist, kannst die Schankel ohne weiteres schief stellen. Klar, man muss dann weiter ausziehen, weil es jetzt in die Knie gegangen ist. Aber dann hat man natürlich noch mehr Platz, würde ich sagen. Ne? Also von daher kann dann auch jeder variieren, wie er will. Ohne Stangl war es natürlich noch besser, aber wie gesagt, das ist halt dann, brauchst du einen Ostobertier oder ein Dreibein, dass du das schön verspannen kannst. Aber so bist du natürlich mit den Trekkingstecken, was ja ziemlich viel dabei haben, eigentlich klasse bedient. So, wir haben da herinnen einen Haken für ein Licht, das zeige ich euch auch noch, oder sonstiges zum Aufhängen. Also wie gesagt, da ist noch so ein Haken. Kann man Licht oder irgendwas aufhängen. Und sonst ist da wirklich schön viel Platz. Also für einen reicht es, langt es auf alle Fälle. Für zwei, wie gesagt, wird es wahrscheinlich eng werden. Höchstens, die haben sie wirklich ganz viel lieb. So, man sieht, die Absinthe ist relativ groß. Und ich sage einmal, da passt locker ein Rucksack her. Wenn man den ein bisschen zudeckt oder in seinen wassersichten Beitel reingibt, ist das überhaupt kein Problem. Das ist jetzt ein 25er Wiesbord, der Zipperfuchs. Der passt da locker her, den kann ich sogar direkt stehen lassen. Und der passt ja herinnen im Zelt. Also von daher ist das Tipi wirklich riesengroß. Ja, so schaut das Tipi von One Tigris aus. Geht nochmal mit euch eine Runde, mal Impressionen noch mal anschauen. Es fügt sich ja wirklich schön die Landschaft ein. Ich mache noch mal ein Foto vielleicht von weiter weg, das blende ich jetzt ein. Und bin wirklich zufrieden. Ich kann mich gar nicht wirklich entscheiden, was gefällt mir jetzt besser, das Shelter von einer oder das Tipi. Ich würde sagen, bei Regen ist wahrscheinlich das Shelter mit dem Fußdachl besser, weil du davor sitzen kannst. Da hast du halt nichts. Da musst du dich halt irgendwo anders verstecken oder du bleibst da drinnen. Ja Freunde, das war die Vorstellung von den One Tigris Tipi. Was mir wirklich sehr gut gefällt, ist wirklich gut durchdacht. Gefällt mir schön verarbeitet diesmal. Kann ich gar nichts dran aussetzen, nicht einmal irgendwas, könnte ich sagen. Einen klitzekleinen Nachtrag hätte ich trotzdem noch. Was Negatives gibt es, aber das ist schon wieder
der Boxsack ist wirklich klar. Also man muss sich schon bemühen, dass man den wieder zurückbringt. Da ist der beim Shelter doppelt so groß, das bringst viel locker rein. Aber man kann auch das ganze Tipi quasi in den Boxsack einstecken, wie du es mit einem Schlafsack machst. Dann tust du auch ein bisschen leichter. Ja, aber wie gesagt, das war schon Nörgeln auf hohem Niveau. Passt alles. Die Schnierln waren extra, die habe ich aber gleich drauf lassen. Für mich optimal. Packe ich gleich so ein, habe ich es nicht extra mal umkugeln, sind überall drauf. Ja, dann kann ich nicht mehr sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, bei Amazon, Link ist unten. Ich will nur einmal erwähnen, ich kriege keinen Cent für das Ganze. Ich habe das zwar gratis gekriegt, aber ich habe keine Konditionen, dass ich irgendwas Positives sagen muss, soll. Ich brauche halt nicht einmal ein Video machen. Ich habe es einfach so gekriegt. Mit einer Rückantwort, ob es irgendwas verbessern da kann. Also so eine Firma müsst ihr euch einmal suchen. Das habe ich noch nie gehabt. Also, und ich habe ja gesehen bei den ersten Shelter, sie haben ja wirklich was da. Sie haben das geändert, nachdem ich gesagt habe, das ist ein Mist. Also, was so ist. Und wer mir das nicht glaubt, der hat ein Pech. Gut, ich sage trotzdem danke fürs Zuschauen und man sieht sie.